Das ist nicht euer Kampf. Ihr wart keiner der Sith, die auf meine Welt kamen, um sie zu zerstören. Der Admiral hat den Überfall geleitet. Und der Admiral wird dafür sterben. Ich werde diesen Sieg bis zum Schluss auskosten. Dann heißt ihr diese Gräueltaten also gut? Ich bin Gendai. Mein Volk hatte eurem Imperium nichts getan, als es überfallen wurde. Sie haben unsere Welt zerstört, unsere Kinder abgeschlachtet oder als Sklaven verkauft. Tatsächlich wurde jede hier vertretene Spezies grundlos von eurem Imperium angegriffen. Er ist ein Terrorist! Er hat eine Armee gegen das Imperium aufgestellt! Vernichtet ihn! Wer sich gegen das Imperium stellt, hat kein Recht zu leben. Ihr habt bereits erfahren, dass ich nicht so leicht sterbe. Ihr habt vergessen, dass ich auf eurer Welt war. Ich kenne das Geheimnis eures Volkes. Gendai haben kein Herz und kein Gehirn, das versagen könnte. Man kann sie nur töten, indem man ihren Körper zerstückelt und verstreut. Aber wir haben doch schon milliardenfach bewiesen, dass ihr nicht unsterblich seid. Stimmt's, Gendai? Wie viele von euch konnten damals davonkriechen? 2? Oder gar 10? Tötet ihn! Tötet sie alle! Es war mir ein Glück und eine Ehre, dass ihr hier wart. Ich rufe Agentin Madel an und erzähle ihr, was passiert ist. Den vollen Bericht solltet ihr dann liefern. Meine Leute und ich bleiben hier, um sicherzustellen, dass die Leiche des Gendai vernichtet wird. Das klingt logisch. Hab Dank für eure Dienste.